So, herzlich willkommen zurück zu Deponia. Ich bin noch immer auf der Suche von Kaffee. Ja. Hast du von der Fremden gehört? Toni nervt, was ich damit gelebt habe. Bekomme ich einen Schnaps? Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Vielleicht hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Mann, scheiße, ich muss irgendwie diesen... Ah, hier. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Okay, nice. Jetzt wissen wir, was von dem Vorhang ist. Er eskaliert erstmal. Oh Mann, auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine, aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Einen Schwamm haben wir. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Und ich war so sicher. Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich will mal erstmal gucken. In den Schwamm, der ist ja jetzt irgendwie... Das ist das Rezept. Vielleicht das Schild. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich. Mist. Es steht alles... Besorg die Sachen... Ich will erstmal gucken. Alles abgeben. Könnte das... Mist. Es sorgt... Könnte das eine der... Mist. Es sorgt... Könnte das... Mist. Es sorgt... Ja, komm. Mist. So. Nochmal auf das Rezept gucken. Also, belebende Flüssigkeit, energiereiches Wasser, klares Wasser, Wasser, Kaffeepulver, ach so, belebende Flüssigkeit, energiereiches Wasser und klares Wasser, heiße Bohnen, schwarzes Pulver, besonders aufputscht, wir haben bloß Wasser schwimmen. Mal gucken, vielleicht kann ich jetzt mit anderen Leuten... Ah, jetzt ist das wieder fertig. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Das heißt, dass sich ein bisschen was verändert hat.
So, hier ist auf jeden Fall ein... Okay, ein Seziermesser. Zahnbohrer nehmen wir auch mit. Mal gucken, was bei dem Hebel passiert. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Was ist denn das jetzt, ein Gefängnis? Ach so, nice. Der zwitscht einfach. Ah ja, stimmt, die Gizmo ist ja direkt alles. Warte mal. Zellengitter, das kriege ich so wahrscheinlich nicht auf. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Warte mal, da liegt ja noch ein... Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Da liegt ja noch ein Dietrich, den brauchen wir bestimmt auf jeden Fall. Guck mal, ist ja... Ich habe ihn dafür den Notfall deponiert. Verdammt! Okay, dann müssen wir also irgendwie... Ich spare mir meine Telekinese. Okay. Ich sehe hinten, naja, ist nichts, ne? Kein Gitter. Warte. Als ihr geblinzelt. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Mit dem richtigen Werk. Okay, Mist, das heißt, wir müssen da irgendwie ran. An den Dietrich. Gott sei Dank bin ich. Und mit dem kriegen wir locker auch das andere auf. Diesen Apothekerschrank. Ich mach mal den Hebel nach unten. Mal gucken, was daraus rauskommt. Asbestanschuhe? Zack. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ich kann mal gucken, ob wir irgendwie hier was bekommen. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Ich glaube, der Dietrich ist ziemlich wichtig. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Aber eigentlich mit dem Messer doch auch. Gott sei Dank bin ich... Nee. Verdammt! Okay, warte mal. Okay, müsst jetzt nicht mehr gucken. Vielleicht einen Schraubenzieher in den Stier stecken. Einfach mal so random. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Ach, das könnte doch jetzt, das könnte die flüssig heute, sein. Heute, liebe Kinder, zeigt... Ich muss mal gucken, wie ich da rankomme. Toro! Hey, Toro! Okay, vielleicht mit der Kuh. Ah, aha. Eine brillante Idee, ja, Rufus. Was könnte einem einsamen genau, Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas? Ja. Okay, dann eben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Gut, jetzt kommen wir dem ja was ab, ne? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir da die... Toro! Die das Blut rausbekommen. Und heute lieb... Im Schwamm, ne? Toro! Warte, was ist das denn hier? Okay, jetzt alles, was man anklicken kann. Okay, nice, ja, das wussten wir auch so, das hatten wir alles schon. Toro! Ach ja, keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Mist. Ich habe Tonis Lachen, ich werde... Das ist unterm... Freigegeben ab 12. Schon besser, aber immer noch todlangweilig. Die Stiervenen müssen richtig pumpen, bevor ich mich da draufsetze. Und heute, liebe... Mann, wie kriege ich den Stier... Okay, auf jeden Fall haben wir schon mal das Schild angebracht. Jetzt gehe ich mal wieder zum Dorf kennen. Mal gucken, was man da machen kann. Hier ist ein Schornstein. Und hier ist ein Fenster. Kriegt das Benzel jetzt nicht mehr. Benzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Okay.
Irgendwie müssen wir diesen Stier anbekommen. Das bringt ja nichts, wenn ich daran jetzt ziehe. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Ich gehe nochmal in die Gasse. Hier hat Chuloncho. Mal gucken, ob der dafür was brauchen kann. Könnte das eine der... Mist. Es steht besorgt, die Sachen. Zahnbohrer. Könnte das... Mist. Es steht besorgt. Setz hier ein Messer. Könnte das... Mist. Es besorgt. Okay, davon ist es nichts. Warte mal. Geh mal rein. Okay. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Okay. Da muss wahrscheinlich alles... Lonzo versucht sich wohl als süß. Okay, dann müssen wir später die ganzen Sachen reinmachen. Ich habe jetzt auf jeden Fall... Oh, warte mal, wir haben ja jetzt einen roten Vorhang. Vielleicht können wir den ja irgendwie hier rüber hängen. Nee, ach Mist, jetzt habe ich die benutzt. Er geht einfach wieder hoch, okay. Jetzt ist ja das Gefängnis. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Auch wenn ich sie garantiert treffen könnte. Ich würde sie damit niemals runterbekommen. Okay. Was ist das? Polizeifach? Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Was ist das? Eine Fußfessel. Ist das jetzt unsere? Nee. Was ist das? Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Da besteht keine Fluchtgefahr. Wie kriege ich denn das jetzt? Da besteht keine Flucht. Irgendwie muss ja dieses... Die Fußkette... Warte mal. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Was ist im Altschrank drin? Mist, abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Wir brauchen diesen Dietrich, der ist so wichtig. Da besteht keine... Dann mal runter. Irgendwo müssen wir mit der Fußfessel hin. Das kann nicht sein, dass die einfach so unten da rumliegen. Warte mal, hier ist ein Feuerlöscher. Ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Es ist ja nicht ganz so, wie es sein soll. Was ist, wenn ich jetzt den Feuerlöscher... Strike! Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Nee, wenn ich den jetzt da oben... Warte mal, jetzt sind die Handschellen runtergefallen. Wenn ich jetzt den Feuerwehr... den Feuerlöscher... Oh, der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Handschellen. Ich spare mir... Was ich damit machen könnte. Was ist ganz oben? Der Zahnarzt, ne? Was mache ich jetzt mit den Handschellen? Was mache ich mit dem roten Faden und dem Zahnbohrer und dem Seziermesser und dem nassen Schwamm? Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Okay, egal, Freunde. Ich mache erstmal hier einen kleinen Cut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und dann reinschau.